Peter Wurm ist am Wort FPÖ. Das kann ich auch kurz erklären. Und nicht alles, was für einen Vergleich ist, hinkt oder umgekehrt. Das, was Sie sagen, um die Jahrtausendwende herum, 2001 bis 2003, da hatten wir eine Inflation von 1,3%. Ich habe es Ihnen eben auch schon erklärt, Sie haben es immer noch nicht verstanden. Wir haben außergewöhnliche Zeiten. Wir haben aktuell 10,5% monatliche Inflation, Tendenz weiter steigend und fortschreibend. Und deshalb ist diese Pensionserhöhung mit 5,8%, und so viel ist es, natürlich in Zeiten wie diesen nicht ausreichend. Und jetzt kann man das versuchen, auch schön zu reden, wie die ÖVP das macht oder auch die Grünen, aber die Realität ist eben eine andere. 5,8%. Und ich sage es auch noch einmal dazu, natürlich kostet auch diese 5,8% Erhöhung dem Staat, dem Steuerzahler Geld. Das sind in etwa netto 2,5 Milliarden Euro, was diese Pensionserhöhung kostet. Allerdings haben wir halt auch außergewöhnliche Zeiten. Und natürlich leiden die Pensionisten, vor allem mit geringen Pensionen, in diesen schwierigen Zeiten ganz, ganz massiv. Ich habe auch versucht, oder wir haben ja versucht, eben eine Pensionserhöhung von 10% durchzubringen. Sind wir leider gescheitert. 10% wären der aktuellen Inflationsrate in etwa angepasst und hätte den Pensionisten auch wirklich nachhaltig, zumindest einmal für das kommende Jahr, einen gewissen Spielraum gegeben, um ihr Leben sinnvoll zu fristen. Diesen Spielraum will die ÖVP und die Grünen den Pensionisten nicht geben. Ich darf auch noch einmal darauf hinweisen, in etwa der Durchschnittspensionist profitiert mit in etwa 100 Euro pro Monat brutto mehr. Ich darf aber darauf hinweisen, die Luxuspensionisten mit 10.000 Euro und mehr, und da gibt es noch rund 40.000 in Österreich, die diese vier Parteien auf Dauer gesichert haben, auch die Sozialdemokratie im Übrigen, profitieren mit 4.600 Euro mehr Pension. Und auch das wollten wir verhindern. Und auch hier sind wir als Freiheitliche leider alleine geblieben. Und geschätzte Sozialdemokratie, das ist die Erbsünde von euch. Noch einmal, das könnt ihr keinen erklären. Luxuspensionisten, auch Sozialdemokraten, bekommen eine Erhöhung übers Jahr von 4.600 Euro. Bekommen die mehr? Das kann keiner erklären. Und ich kann euch noch einmal auffordern, wir sind seit Jahren bereit, dieses Problem endgültig zu bereinigen. Und ich hoffe, dass ihr endlich einmal auch mitgeht, wenn es um echte Realpolitik geht. Man muss noch eines erwähnen, und zwar die berühmte 45-Jahr-Hackler-Pension wurde ja abgeschafft und in Zeiten wie diesen komplett falsch. Man sollte eben, wenn man 45 Jahre arbeitet, die Leute dementsprechend auch belohnen, weil es immer weniger werden, die das leisten. Und parallel dazu haben wir im letzten Ausschuss und auch hier im Plenum einen Antrag eingebracht, auch die Möglichkeit zu schaffen, speziell in Zeiten wie diesen, dass also Pensionisten, die in der Regelpension sind, ohne bürokratische Hürden, ohne steuerlich oder von der Sozialversicherung dementsprechend immer abkassiert zu werden, auch natürlich in der Pension dazu verdienen zu können. Und viele Pensionisten würden das gerne machen, weil sie eben aktuell mit ihrer Pension nicht über die Runden kommen. Auf der anderen Seite haben wir einen Facharbeitermangel in der Pflege, Gastronomie, sonst wo. Und alle vier Parteien, im Übrigen auch die NEOS, wobei der Herr Loa gerade das einmal erklären sollte, warum er es in seiner Rede fordert, aber dann in den Anträgen ablehnt. Was spricht dagegen, auf freiwilliger Basis Pensionisten die Möglichkeit zu schaffen, dazu zu verdienen, ohne sie steuerlich zu belasten? Das wäre eine Möglichkeit, hier den Pensionisten ein Zusatzeinkommen zu geben und auf der anderen Seite auch den Fachkräftemangel dementsprechend. Ja, aber dann müsst ihr mal mitstimmen. Wir haben viele gescheite Vorschläge. Kollege Hörl, du weißt das, aber ihr müsst es irgendwann einmal umsetzen. Und wenn die Grünen nicht mitgehen, wir sind für sinnvolle Vorschläge jederzeit offen, Herr Kollege Hörl von der ÖVP. Abschließend noch einmal. Das, was Sie den Pensionisten jetzt geben, unter Anführungszeichen, ist das, was sie gesetzlich müssen. Sie lösen aber natürlich nicht die Dinge, die aktuell an Problemen da sind. Und ich sage es noch einmal, wir haben es ja mehrmals wiederholt, die Ursache, warum wir das Problem haben mit Inflation, Teuerung und so weiter, das ist A, die Corona-Politik, Kosten von 100 Milliarden Euro und B, die unsägliche Sanktionspolitik Richtung Russland.
Und das zahlen unter anderem auch die Pensionisten mit. Danke. Peter Wurm von der FPÖ kritisiert die Abschaffung der Hacklerpension nach 45 Arbeitsjahren und er kritisiert die fehlende Möglichkeit für PensionistInnen, freiwillig dazu verdienen zu können.